Hi, hallo und herzlich willkommen zurück in der Lobby auf dem University Future Festival, ausgerichtet vom HFD und der Stiftung für Innovation in der Hochschullehre. Neben mir steht Professor Stefan Joly. Er ist eigentlich im Nebenberuf jetzt im Augenblick Germanist und Professor für Literatur der älteren Epochen, aber hier in seiner Rolle als Vizepräsident für Studium und Lehre an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz, die im Jahr 2019/20 an der Peer-to-Peer-Beratung des Hochschulforums Digitalisierung teilgenommen habe. Was hat an der JGU den Anlass gegeben, sich da beteiligen zu wollen? Der Anlass war eigentlich die Feststellung, dass wir sehr, sehr viele Projekte hatten, ob das jetzt im Rahmen des Hochschulpaktes war, ob das an anderen Stellen war, Qualitätspakt, Lehre und so weiter, die Digitalität sehr gut vorangebracht haben, über unser Gutenberg-Lehrkolleg innovative Projekte gemacht haben. Aber es waren lauter offene Fäden. Es waren sozusagen lose Enden, die zum Teil herumlagen, zum Teil noch weitergeführt wurden. Und die Erfahrung war, es gibt wahnsinnig viel Interessantes, Spannendes in diesem Bereich. Fast zu allen Themen hat mal schon jemand irgendwo was Tolles gemacht, aber die Zusammenführung fehlt, der rote Faden fehlt. Es fehlt das, was dann richtig den Push für die Universität geben könnte. Das ist ja kein ganz einfacher Prozess. Also man muss ja so eine Hochschule auch auf die Teilnahme an dem Peer-to-Peer-Prozess vorbereiten. Wir haben es gestern gehört, das HFD legt Wert darauf, dass wirklich alle Statusgruppen auch irgendwie dabei sind. Wie haben Sie Ihre Hochschule mitgenommen? Ja, wir haben eigentlich damit begonnen, dass wir zwei halbe Stellen eingerichtet haben, die erstmal ein halbes Jahr lang nichts anderes getan haben als eine Bestandsaufnahme an der Universität. Und das heißt, zu den Leuten gegangen sind, von denen wir wussten, die haben Projekte, die sind aktiv, zu den Willigen, zu den Digital Active sozusagen, und versucht haben, kennt ihr euch, wie vernetzt ihr euch, wer ist dabei, wer fehlt euch noch? Und so diese Breite hat uns schon die ganze Breite der Universität und auch von Studierenden angefangen bis zu High-Rank Professors und so weiter, hat uns diese Beteiligung eigentlich beschert. Also sozusagen die Koalition der Willigen, ne? Also die mitnehmen, die ohnehin schon im Boot sind, und zu sagen, das sind die, auf deren Schultern wir diesen Strategieprozess auch tragen können. Ja. Hat sich denn im Prozess dann bei Ihnen die Erkenntnis herausgestellt, Junge, das ist doch ein strammer Marsch, den wir uns vorgenommen haben? Oder war es einfach so genau, wie Sie erwartet haben? Also es war natürlich nicht so genau, wie wir erwartet haben. Dadurch, dass wir im März 2020 mit unserem Selbstbericht, der uns wahnsinnig viel geholfen hat, diese Anforderung, schreibt einen Selbstbericht, da haben wir uns Mühe gegeben. Das war schon mal, ich will mal sagen, die halbe Miete fast. Es war März 2020, als die Peers kommen sollten. Und wir wissen alle, was März 2020 war. Es kamen nicht die Peers, es kam der Lockdown. Mhm. Wir waren aber vier Wochen später, wir hatten das schon, die Blaupausen hatten wir schon da liegen, noch unreflektiert mit Peers, aber wir hatten ja alles schon durchdacht, sodass dieser Prozess ein ganz anderer wurde, und auf einmal kam natürlich dadurch richtig dieses Feuer rein. Schnelle Frage, schnelle Antwort. Herr Joly, würden Sie es nochmal machen? Natürlich würde ich es nochmal machen, unbedingt. Ohne Präjudiz, ich würde mir wünschen, dass kein Virus kommt, der uns in diesem Fall in die Karten gespielt hat. Aber natürlich. Heißt also eigentlich auch irgendwie der Wunsch vielleicht, diesen Prozess jetzt nicht enden zu lassen, sondern möglicherweise auch eine weitere Begleitung zu ermöglichen? Unbedingt, unbedingt. Das ist ja eine Entwicklung. Die Digitalisierung ist ja nicht etwas, wir stellen die Universität um auf eine andere, sondern wir entwickeln uns stetig fort in unserem medialen Potenzial um, möglichst gute Lehre, möglichst gute Bildung, das, was wir darunter verstehen, zu ermöglichen. Und das ist ein Prozess, ein dauernder. Ja, das ist mal ein Wort. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Joly. Sie bekommen gleich noch Ihr Zertifikat. Vielen Dank, dass Sie teilgenommen haben. Und damit kommen wir direkt rüber zu unserem nächsten Gesprächspartner, Professor Dr. Daniel Abawi. Er ist Professor für Informatik bzw. Wirtschaftsinformatik und IT-Beauftragter des Präsidiums an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes. Und er ist auch noch Vorsitzender der IT-Strategiekommission, habe ich gelesen. Wie hat es denn bei Ihnen begonnen mit der Idee, Strategieberatung, das machen wir mit? Ja, begonnen hat es eigentlich damit, dass das Präsidium bei uns relativ weitsichtig war und auch schon 2017 einen entsprechenden IT-Beauftragten installiert hat. Und kurz darauf kam es auch dann zu der Ausarbeitung auch entsprechend der Digitalisierungsstrategie. Und bei uns war es entsprechend natürlich so, dass wir mit dem Lockdown entsprechend in der Runde 2020 drin waren. Also das heißt, die Brisanz der gesamten Digitalisierung war uns vorher auch schon bewusst. Wir hatten auch schon entsprechend Pläne mit unserer Digitalisierungsstrategie. Aber dann entsprechend hat uns die Gegenwart eingeholt und den Stellenwert nochmals erhöht. Das war natürlich für uns der beste Zeitpunkt, tatsächlich auch an entsprechend der Peer-to-Peer-Beratung dort teilnehmen zu können. Aber keinerlei Gedanken daran, boah, das müssen wir verschieben, das schaffen wir nicht in der Zeit jetzt?
Naja, natürlich war das schon eine Kraftanstrengung, weil wir hatten es ja eben auch gehört, dass man entsprechend auch fakultätsübergreifend, also sogar hochschulweit entsprechend auch möglichst viele Beteiligte mitnehmen muss, die in dieser Phase natürlich ganz andere Problematiken hatten. Aber dennoch ist es uns auch tatsächlich dann gelungen, auch die Leute in der Breite auch mitzunehmen und dafür auch zu begeistern und ihnen klarzumachen, wie wichtig auch dieser Stellenwert dieser Peer-to-Peer-Beratung des Hochschulforums ist. Ja. Jetzt holt man sich ja bei der Peer-to-Peer-Beratung externe Experten ins Boot. Und diese externen Experten, die ist anders als bei einer Unternehmensberatung, kommen die ja aus den Hochschulen. Hat man nicht Sorge, da blank zu ziehen vor anderen Hochschulen und einfach, weil man ja durchaus so das Innerste offenbart, was die Hochschule ausmacht. Gab es da Sorgen bei Ihnen? Nein, in keinster Weise. Also das war uns klar, dass das hoffentlich ein sehr konstruktiver und ehrlicher Prozess ist. Und so sind wir auch reingegangen. Man hat ja auch eine gewisse Betriebsblindheit, sowohl positiv wie auch im negativen Sinne. Das heißt, wir wussten über teilweise unsere Stärken, aber auch unsere Schwächen und gehen damit einfach auch offen um und haben das entsprechend dann auch so kundgetan und haben entsprechend gehofft auf diese Inputs der Peers, die dann auch sehr, sehr für uns wertvoll waren. Wie weit sind Sie so im Prozess? Also in meiner Empfindung ist das ja immer nur der Startschuss für einen längeren Strategieprozess wahrscheinlich. Was würden Sie sagen? Wo stehen Sie? Das ist wirklich sehr schwierig einzuschätzen, aber es ist definitiv so, dass wir dabei niemals fertig sein können. Also es ist tatsächlich ein Startschuss und wir haben jetzt auch schon die nächsten Schritte initiiert mit entsprechender Bildung von Kommissionen und entsprechend Arbeitskreisen, die auch noch weiterhin dann die Nachhaltigkeit dieser Maßnahmen, die wir jetzt auch initiieren wollen, dann sicherstellen. Professor Ababi, ganz herzlichen Dank. Das geht hier heute wie bei jedem guten Champions League-Spiel. Hier geben sich die Top-Player das Mikrofon in die Hand. Ganz herzlichen Dank. Unser nächster Gesprächskandidat ist Robert Reinlein. Er ist auch schon vielleicht der Community bekannt als Blogautor beim HFD. Er ist aber eigentlich Leiter der Abteilung Anwendung und E-Learning im URZ, im Universitätsrechenzentrum der Universität Leipzig. Herr Reinlein, welche Erwartungen hatten Sie persönlich an den Strategieprozess? Was haben Sie gedacht, boah, wenn wir das hinkriegen, dann haben wir wirklich was geschafft? Unsere Erwartung war, dass es uns gelingt, interessante Peers als Beraterinnen zu gewinnen, die unserer Hochschule auch ein externes Bild vermitteln können, vielleicht auch an mancher Stelle sogar den Spiegel vorhalten können und dadurch einfach auch noch ein gemeinsames Commitment mehr in allen Fakultäten zu erzeugen, um da besser voranzukommen. Das ist uns auch, glaube ich, ganz gut gelungen. Ja, also da hatten wir wirklich gute Berater, die sich auf unsere Universität eingelassen haben, die sich das angeschaut haben und dann auch wirklich gute Hinweise gegeben haben. Das hat uns sehr viel gebracht. Jetzt durchlaufen Hochschulen ja so eine ganze Menge Strategieprozesse. So über die Lebenszeit einer Hochschule sind das ziemlich viele. Was hat denn bei Ihnen den Anlass gegeben, für diesen Strategieprozess das Hochschulforum Digitalisierung ins Boot zu holen und zu sagen, das machen wir dieses Mal nicht alleine, sondern wir holen uns Expertise? Das kam ein bisschen aus der Gruppe heraus. Wir hatten ja quasi einige, die unseren E-Learning-Service als wissenschaftliche Mitarbeiter begleitet haben. Die hatten schon früh die Arbeit des Hochschulforums verfolgt, ne, hatten sich auch um den Strategieprozess interessiert und konnten da auch schon absehen aus den Vorrunden, dass das auch für unsere Hochschule eine sehr gute Sache sein würde. Und das gab dann den Anstoß, uns sowohl mit einer eigenen Digitalisierungsstrategie als auch mit der Bewerbung für die Strategieberatung zu beschäftigen, um dann quasi auch eine Unterstützung zu haben, eben so eine Digitalisierungsstrategie, die man ja meist als Dachstrategie beginnt oder als eine Art Dachstrategie, ja, um sie dann mit den Fakultäten und Einrichtungen zu diskutieren, eben auch extern begleiten zu lassen. Das war wirklich eine gute Sache. Das hat uns doch gut vorangebracht. Das war eine gute Wahl. Das würde ich auf alle Fälle auch so wieder machen. Als klar war, dass das klappt, gab es da Sorgen? Gab es Bedenken von Mitgliedern der Hochschule, auf die sie eingehen mussten, wo sie sagen mussten, ich verstehe, warum das ein Problem ist, dass wir jetzt an diesem Prozess teilnehmen? Also direkt Bedenken oder so, dass es jemand abgelehnt hat. Ich glaube, die meisten hatten sich schon darauf einlassen wollen, haben sich auch gefreut, dass das kommt, auch auf die Tage, die angekündigt waren. Wir sind zumindest jetzt kein gegenteiliges Beispiel bekannt. Es gibt natürlich immer unterschiedliche Erwartungshaltungen, ja, ne, von einigen, die endlich mal die Luft rauslassen wollen, bis zu anderen, die auch schon davor kreativ mitgearbeitet haben und sich eingebracht haben.
aber das macht ja Hochschulen aus, dass man also doch ein buntes Gemisch von Treibern hat und die gemeinsam ein Stück weit in eine Richtung zu bringen, dass auch wirklich alle an dem Gedanken arbeiten, Digitalisierung mehr in die Lehre oder eben auch in die anderen Bereiche reinzubringen. Das ist, also dafür kann man den Beratungsprozess des Hochschulforums Digitalisierung wirklich nur empfehlen. Also auch für Sie Peer-to-Peer-Beratung fürs nächste Mal durchaus wieder eine Option? Ja, durchaus wieder eine Option, genau. Wir werden sicherlich noch eine Weile brauchen, bis wir den letzten Studiengang einmal angefasst haben als Hochschule, aber das war auf alle Fälle ein guter Startschuss und wir würden auch zum Alumni-Treffen kommen, denke ich mal. Das hoffen wir auch, dass wir weiter begleitet werden. Das ist also auch ein Aufruf für das HFD, eben auch über die Alumni nachzudenken und sich eben anzuschauen, was machen wir mit den Hochschulen, die teilgenommen haben, im weiteren Prozess. Herr Reinlein, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie zur Verfügung gestanden haben. Und als Letzte müssen wir umschalten in die virtuelle Welt. Wir haben nämlich bei uns Frau Professorin Eva Waller von der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden. Sie ist dort Präsidentin. Sie ist eigentlich Rechtswissenschaftlerin von Hause aus, aber hat jetzt wahrscheinlich alles andere im Kopf als die Rechtswissenschaften. Frau Waller, toll, dass Sie bei uns sind. Wir haben es schon gehört, also Hochschulen entscheiden, das haben wahrscheinlich nicht Sie entschieden, dass an der Strategieberatung teilgenommen worden ist. Können Sie uns einen Einblick geben in den Prozess, der vor der Bewerbung um diese Strategieberatung bei Ihnen abgelaufen ist? Ja, das mache ich sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Zuvor ist an dieser Hochschule Rhein-Main bereits im Sommer 2020 eine Befragung durchgeführt worden. Wie wir alle wissen, ging damals die digitale Lehre und das digitale Studieren so richtig los, mit einem Quantensprung, wie ich mal zu sagen pflege. Das war so der erste Schritt und des Weiteren wurde daraufhin auch eine SWOT-Analyse durchgeführt. Und dann hat sich, das war noch tatsächlich bevor ich an diese Hochschule gekommen bin, hat sich das damalige Präsidium, insbesondere die Vizepräsidentin für Studium Lehre Internationales, auch darum bemüht, dass man gegebenenfalls eben hier an der Peer-to-Peer-Beratung teilnehmen kann. Das ist ja ganz spannend, dass Sie sozusagen jetzt später zum Prozess hinzugestoßen sind und damit ja auch eigentlich einen unbeteiligten Blick auf diese Beratung haben und auch sagen und auch einen neutralen Blick, weil Sie eben im Entstehensprozess noch nicht in der Form beteiligt waren. Ist es denn aus Ihrer Warte so, dass der Prozess bei Ihnen zur richtigen Zeit gekommen ist oder würden Sie sagen, so ein bisschen nach der Pandemie wäre auch okay gewesen? Also so ganz unbeteiligt bin ich ja nicht am Prozess, denn zum einen habe ich diesen Prozess bereits an der Hochschule Bochum als im ersten Jahrgang mit durchgeführt und damals initiiert und zum zweiten war die letztendliche Entscheidung dann schon bei mir, ob wir es machen oder nicht, und ich habe das nach den Erfahrungen, die wir in Bochum gemacht haben, konnte ich das einfach nur rundum befürworten, dass wir es tun, und ich glaube auch, dass es genau der richtige Zeitpunkt war und gar nicht erst darauf gewartet werden musste, dass jetzt, dass wir doch jetzt mehr und mehr in die Präsenz übergehen. Denn man konnte viele, viele Erkenntnisse, die gerade in den ersten Monaten stattgefunden haben, 2020, die konnte man jetzt natürlich auch nochmal stärker empirisch unterlegen. Dahingehend, was kommt an, wo ist die Didaktik vielleicht doch eingegrenzt durch digitale Methoden? Und aber wo liegen eben auch noch weitere Chancen, an die wir wie so viele Hochschulen möglicherweise vorher gar nicht gedacht haben. Also beispielsweise, wo kann man wirklich reingehen in den Bereich Flexibilisierung der Curricula, um auch die örtliche und zeitliche Dimension hier auch nochmal der gerecht zu werden. Das ist der eine Punkt. Und zum anderen aber auch den Aspekt, welche Future Skills benötigen denn nicht nur die Studierenden, sondern benötigen auch tatsächlich die Lehrenden, und wo müssen wir hier Unterstützungsbedarfe aufbauen? Wie sehr haben Sie denn da eigentlich als Präsidium überhaupt Einwirkungsmöglichkeiten? Es gibt ja die vielen Kollegen, die dann immer auf die Freiheit der Forschung und Lehre pochen und sagen, ich lasse mir nicht vorschreiben, wie und was ich lehren soll. Das ist ja so ein Aushandlungsprozess. Gelingt der mit so einem Strategieprozess besser? Ich glaube schon, dass es besser gelingt, und zwar, weil einem da nochmal deutlicher wird, im sozusagen
im Dialog tatsächlich herauszufinden, wo kann ein Präsidium unterstützen und wo braucht man auch wirklich zwingend das Engagement der Studierenden und auch der Kolleginnen und Kollegen. Und unterstützen kann ein Präsidium natürlich schon sehr stark in dem Moment, in dem es sagt, okay, das ist für uns Prio 1, das heißt also hier nehmen wir Sach- und personelle Mittel in die Hand, wenn man sowas überhaupt machen kann, personelle Mittel. Aber hier legen wir wirklich einen Schwerpunkt. Wir bauen beispielsweise eine Struktur auf, dass es Unterstützungsmöglichkeiten gibt durch Mitarbeiterinnen, durch Mitarbeiter, dass es gegebenenfalls solche Zirkel gibt, in denen man sich austauscht, also ob das nun ein Tea-Talk ist oder ähnliches, und dass man natürlich auch Geld in Sachmittel investiert, sofern sie denn momentan im Markt überhaupt noch bekommen sind. Ja, prima. Frau Waller, ich danke Ihnen ganz herzlich. Also die Hochschule mitnehmen ist das Stichwort und wir nehmen jetzt unsere Community mit in den nächsten Programmpunkt. Wir sehen uns gleich in der Lobby wieder. Ciao. Danke.